Ja, herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Mut macht mutig. Und ich bin heute ganz, ganz, ganz begeistert, schon nervös auf das Interview. Ich freue mich so, weil ich habe eine Frau da, die lacht eh schon. Und ich freue mich, weil wir wirklich gemeinsam so lachen können, die Corinna Hindenberger. Ich habe sie schon auf Social Media beobachtet, habe mir gedacht, die will ich mal kennenlernen. Und dann hat sie, wo sie Meisterin ist, ein Netzwerktreffen gemacht. Also sie ist Business Coach. Sie zeigt dir, wie du auf Internet und Social Media sichtbar wirst und dein Business aufbaust. Irgendwie haben wir ja was Ähnliches, aber wir sind trotzdem ganz anders. Und das hat mich so begeistert, mit welcher Leidenschaft sie dieses Netzwerktreffen gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, ich möchte sie in meinem Podcast haben, weil ihr müsst die Frau kennenlernen. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Corinna, dass du heute da bist. Und ich bin schon ganz, ganz neugierig auf die Geschichten, die du uns jetzt erzählen wirst. Liebe Martina, ich danke dir von Herzen für die Einladung. Jetzt wäre ich direkt rot und kann aber bestätigen, bei unseren Kennenlernen, gell, waren wir gleich auf einer Wellenlänge, das spürt Ja, man gleich. ja. Ich freue mich riesig für die Einladung und freue mich natürlich auf unser Gespräch. Ja, ganz besonders. Und ich bin natürlich auch ganz neugierig. Was mich interessiert, ist natürlich, also, was du als Kind werden wolltest. Wolltest du da immer schon Business Coach werden? Das weißt du ja nicht. Das kannst du ja noch gar nicht wissen, weil da gab es das noch nicht. Aber wie warst du als Kind? Warst du da auch immer schon so lustig und so gut drauf und so? Wie war das? Ja, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, genau, wir zwei haben, glaube ich, die Gemeinsamkeit. Wir sind laut und lachen gerne. Und ich war genau das Gegenteil als Kind, muss ich sagen. Und zwar ganz schüchtern, ganz leise und habe mich eigentlich nichts getraut. Also auch nicht mit Fremden sprechen. Das war für mich schrecklich. Gesehen zu werden, war für mich nicht schön. Und man sieht es vielleicht jetzt hier nicht, aber mittlerweile bin ich 1,83 groß, also als Frau ziemlich groß und auch schon als Kind groß geworden gewesen. Und wenn man da halt einen Raum gerade als Mädchen betritt und man wird immer angesehen, das war für mich ein Horror. Also ich wollte eigentlich immer normal sein und nicht gesehen werden. Und eben, ja genau, und also von Selbstständigkeit ganz we weit weg. Ich glaube, ich wollte damals wirklich Volksschullehrerin werden. Das war mal so Super. ein Wunsch. Und waren deine Eltern, was waren deine Eltern? Waren die Beamte oder waren die selbstständig? Oder wie waren deine Nein. Eltern? Und also ich muss auch sagen, ich hatte so gut wie keine Berührung mit Unternehmertum und Selbstständigkeit, welches manche wachsen natürlich schon auf. Bei mir war es genau nicht so. Ich kannte niemanden. Also meine Mama war angestellt, mein Papa war Automechaniker. Also ich würde mal sagen, so eine klassische Arbeiter-Angestellten-Familie. Ja, genau, wie bei uns. Bei uns war es ganz genau gleich. Also mir kommt vor, du erzählst aus meiner Kindheit. Es ist Ah richtig ja. lustig. Finde ich richtig cool. Genau, und dann warst du mal in der Schule. Wie ist dir in der Schule gegangen? Bist du gerne in der Schule gewesen? Ja, eigentlich schon. Also ich hatte da anscheinend das Glück, dass ich leicht gelernt habe. Ja. Also ich war dann oft, also bis zur Hauptschule Klassenbeste Ja, oh. und da so als Streber abgestempelt. Aber in Wahrheit habe ich mal leicht dann beim Ja. Lernen. Also ich habe eigentlich nie viel gelernt. Aber Ja. dann wollte ich in die Hack gehen und da ist auf einmal so aus dieser Schüchternheit doch so ein bisschen der Entertainer, sage ich mal, gekommen. Und da war es lustig und da haben wir Schmäh geführt und da sind dafür die Noten sind in den Keller gegangen. Somit bin ich dann, hatte ich nur ein Jahr und bin dann bei Mercedes-Benz gelandet. Dort habe ich dann eine Lehre gemacht und war 10 Jahre dort tätig. Aha. So im Vertriebs-Backoffice aber. Das heißt, ich habe nie aktiv verkauft, aber das war so eine der Hürden, wo ich lernen durfte, wie man mit Kunden umgeht. Und das Schlimmste war ja auch in der Lehrzeit, dass wenn alle auf Mittagspause waren, musste ich auf das Telefon aufpassen und dann hat es geläutet. Und ich gestehe, ganz am Anfang bin ich rausgegangen, weil ich mich nicht abheben habe trauen. Entschuldigung, falls das jetzt jemand von meinen Arbeitskollegen sieht. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Aber es kommt dann auf einmal plötzlich eine Veränderung. Und was war das bei dir, dass du auf einmal ja so offen worden bist? War da ja Erlebnis oder hat sich das langsam entwickelt? Ich glaube, eher Zweiteres langsam entwickelt. Also ich Ja. glaube, diese Leichtigkeit, also die ich jetzt bei dir spüre und die ich jetzt spüre, ich glaub, die habe ich mir ganz hart erarbeitet. Und Ja. mir ist das so wichtig, weil wenn mich Menschen jetzt kennenlernen, glauben sie, es ist jetzt leicht, aber es war ein harter Weg. Ja, Und ja. es gab
gar nicht solche Schlüsselerlebnisse, sondern ich musste ja jeden Tag, bin ich, also kann man sich so ein Autohaus vorstellen, also ein Glashaus, wo Menschen reinkommen, und da sind jeden Tag fremde Menschen auf mich zugekommen, die ich begrüßen durfte. Und irgendwann hat es halt dann auch Spaß gemacht. Ja. Und ich glaube, so im Tun kommt dieses Selbstvertrauen. Genau. Und vielleicht auch noch, in meiner Jugendzeit habe ich Basketball gespielt, also aufgrund meiner Größe. Und das war, glaube ich, für mich auch wichtig, so eine gewisse Härte. Und Anführungszeichen, weil ich war so ein Einzelkind, mir ist nie was passiert und auf einmal wird man so in die Schule geschubst. Genau. Ja, genau. Na, super. Also das ist sicher prägend. Also Sport, denke ich, war für mich auch das ein Schlüssel, dass ich dann ein bisschen sichtbarer geworden bin. Ja, wenn man was hast du gemacht, Martina? Ich war erst einmal Ballett, zweimal in der Woche, bin ich Ballett gegangen, habe Aufführung gehabt, aber ich war auch, weil in der die Lehrerin hat gesagt, ich muss was machen, also die zu meiner Mutter, und dann war ich dreimal in der Woche Training für Leistungsturnen, Geräteturnen, und da waren wir auch auf Turniere unterwegs. Cool, toll. Und da, aber ich war so wie du, extremst schüchtern. Das kann man sich bei dir auch gar nicht vorstellen. Mein Vorbild, das wirst du nicht mehr kennen, weil du so jung bist, da gab es die Serie Kung Fu mit Kane, der so ganz schüchtern so geht und nur dann in der Aktion macht er halt das Richtige. Ah. Und genau, so schüchtern Kopf. So bin ich war genau da. Ja. Ja. Das kam auch später. Genau. Aber dann ist ja bei dir, irgendwas muss ja passiert sein, dass du sagst, jetzt möchte ich mich selbstständig machen. Was ist da passiert? Der ja, Weg, also ich versuche es kurz zu halten. Nein, es war wirklich, es hat mich, ich sage das nicht gerne, aber wir sind ja unter uns. Wir sind unter uns, hätte keiner. dass doch auch ein Prestigeanteil in mir da ist, der dann vielleicht doch gesehen werden möchte. Und mich hat es ehrlich gesagt immer geärgert, dass ich nicht studiert habe. Für mich war das so irgendwie ein großer Traum, man braucht ein Studium, oder mir war es das wichtig. Und deswegen, also ich war eben 10 Jahre bei Mercedes-Benz, was mir wirklich taugt hat dort. Und irgendwann war aber der Moment da, wo ich mehr wollte. Ich hatte das Glück, dass ich mich dort immer verändern konnte. Und ich glaube, das haben wir auch gemeinsam, wenn man so vielseitig ist und Neues lernen will, dann geht man in eine andere Abteilung, man lernt was Neues, aber dann, und dann wechselt man entweder das Unternehmen, und in meinem Fall habe ich aber dann wirklich berufsbegleitend dann so meine Liebe Marketing und Sales dann doch noch auf der WU studiert, berufsbegleitend. Ja. Super. War nicht einfach. Berufsbegleitend muss man wollen. Ich kenne mich aus. Wir haben, ich werde das nur erzählen. Sehr viele Ähnlichkeiten haben wir wirklich. So du glaubst es nicht. Andererseits habe ich vielleicht den Stoff ein bisschen anders wahrnehmen können, weil es doch was anderes ist, wenn man schon mal Berufserfahrung hat und das nicht nur so in der Theorie alles kennenlernt. Da bin ich ganz überzeugt, dass das ganz, ganz, ganz ein positiver Aspekt ist, wenn man es berufsbegleitend macht. Man hat schon ein anderes Bewusstsein. Ja. Man also kann es auch gleich umsetzen und gleich üben und gleich schauen, ob das stimmt, was man da theoretisch macht. Und ich glaube jetzt, also ich habe mich da immer, also unter Anführungszeichen Versager, ist jetzt übertrieben gesagt, aber ich habe mir gedacht, ich will das unbedingt, aber ich glaube, jetzt Retroperspektive würde ich es wieder so machen, das schon arbeiten und dann sich weiterbilden, finde ich fast die bessere Kombi, also sofern das möglich ist. Ja, super. Und du hast jetzt zwar vorher gesagt, ich schaue noch so jung aus, also ich bin 38, also fast 40 schon, und ist jetzt alles subjektiv, aber was ich sagen wollte ist, dass alles zum Thema Online-Marketing haben wir damals eigentlich nicht gelernt. Nett, aber um die Grundprinzipien kennenzulernen, aber Online-Marketing war dann noch gar kein Thema. Genau. Also auch das habe ich so wie du wahrscheinlich mir nebenbei dann angelernt. Gab es ja noch gar nicht. Und die Schule ist ja immer ein paar Jahre hinten, weil die Lehrpläne werden ja immer erst geschrieben auf das, was gerade passiert. Ja. Ja. Die sind ja immer hinten. Also man muss da immer im Leben weiterlernen. Ja. Und das ist aber auch das Spannende, also dass man es im Leben lernt dann. Also das ganze Leben ist Lernen. Ja. Und Unternehmertum war da eigentlich auch nicht so ein Thema. Also ich hätte dann, glaube ich, nicht, es war zwar nett, aber ich hätte jetzt kein Unternehmen eröffnen können mit dem Know-how. Früher war ja Unternehmensgründung ganz was anderes. Wir kommen ja dann nochmal dazu, jetzt greife ich da ein bisschen vor. Ja. Früher, als ich mich mit 23 selbstständig gemacht habe, da haben wir damals 600.000 Schilling Minimum gebraucht für Ladenlokal einrichten, für Ware und für Personal. Heute kannst du ja online mit nichts anfangen.
gegangen. Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn. Da kommen wir dann nur zu den Ängsten dazu, was man überwinden. Ja. Da hast du auch nicht gewusst, funktioniert das. Also früher war das ja nicht nur Mut, das eigene Business anzugehen, sondern auch noch das Kapital in die Hand nehmen. Ja, das Heute hat haben sich wir ja wirklich ganz verändert. andere Möglichkeiten. Ja. Und was mir so taugt, was ich meinen Leuten immer erkläre, ist ja, das wirst du mir gleich bestätigen, denke ich, es ändert im Marketing zwar die ganze Technik. Es ist Social Media jeden Tag neu, jeden Tag anders. Ja. Aber eines ändert sich nicht. Es gibt eine Konstante. Jetzt lasse ich dir raten. Soll ich raten? Also Ja. der Mensch, der dahinter sitzt. Genau das ist es. Der Mensch ist es. Der Mensch ändert sich nicht. Das heißt, die Technik, wie wir die Menschen erreichen oder sie uns finden, die ändert sich. Aber der Mensch selber, die Psychologie, wenn du studiert hast, da bist du immer richtig. Das ändert sich. Ist ein guter Punkt, Martina. Ich glaube auch, ich sage auch immer, Social Media sollte mehr Social als Media sein. Ja. Und ich glaube, mit der Grundformel, da kann man nichts falsch machen. Ja, also das ist so wichtig, dass man das nicht, also immer bedenkt, der Mensch bleibt der gleiche. Ja. Die Bedürfnisse haben sie, die Menschen, und die Wünsche, Ängste, Zweifel, das ist immer da. Ja. Genau. Ja, und dann hast du studiert und dann hast du gesagt, so, und jetzt ab in die Selbstständigkeit, oder wie? Nein, auch nicht. Also es war damals, also ich glaube, ich habe daran nicht einmal gedacht, weil vielleicht aufgrund von Erziehung oder gesellschaftlichen Rahmen, wo ich war, war das nie Thema. Und Sicherheit ein sehr hoher Wert. Und das bemerke ich auch bei meinen Kundinnen, alle, die aus dem Angestelltentum kommen, dass natürlich Ängste und die Sicherheit sehr stark ist. Also ich habe dann den Job gewechselt. Ja. Das war so, war dann in einer Marketingagentur auch wieder 10 Jahre, also auch wieder sehr loyal. Super. Und war dort im Produktmanagement tätig, also auch immer so ein bisschen in der Werbung und im Marketing unterwegs gewesen. Und da durfte ich, das war so einer der weiteren Mutausbrüche, weil schon allein bei meinem Jobwechsel haben natürlich meine Eltern gesagt, wieso gehst du von Mercedes-Benz weg? Das ist so ein guter Arbeitgeber, so Sicherheit. Also das war schon einmal einer der ersten Male, wo ich mich durchgesetzt habe, obwohl alle gesagt haben, das ist nicht sicher. Genau. Da war dann aber 10 Jahre wieder dort. Ja. Und dort hatte ich dann die Möglichkeit, Trainerin zu werden. Super. Und zwar so Produkttrainerin. Das heißt, ich habe dort die neuen Mitarbeiterinnen geschult, ongeboardet und erklärt, wie funktionieren unsere Produkte, wie können sie es verkaufen. Ja, Und super. ich wollte mich auf das nicht bewerben, weil, und ich glaube, das können viele unserer Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen bestätigen, vor einer Gruppe zu sprechen, ist sehr beängstigend. Es ist die größte Angst der Menschen, weißt du das? Die größte Ich habe Angst, das bei einem Speaker gehört, noch schlimmer als zu sterben ja, anscheinend. genau, die größte Angst der Menschen ist, vor einer Gruppe zu sprechen. Ja, ich verstehe es auch. Ich kann, Martina, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich Blut und Wasser geschwitzt habe. Ja. Wirklich, ich habe nicht schlafen können, ich war so nervös, es war schrecklich. Und ja. Das waren nicht die ersten 3 Male. Also gefühlt war ich bei jedem Workshop, bei jedem Vortrag war ich nervös. Dann habe ich gedacht, wieso tue ich mir das an? Ja. Und ich habe es nur deswegen gemacht, weil, und danke an dieser Stelle, ich liebe Kolleginnen hatte und mein ehemaliger Chef gesagt hat, Corinna, du bist die Richtige. Du kannst das, ich glaube an dich. Und es Und braucht nur einen Menschen, der einen glaubt. Und das bringt es weiter. Und ich hatte, also ich habe gesagt, ich mache das nicht. Und also muss man sich mal vorstellen, ich habe das abgelehnt und sie haben nicht locker gelassen. Ich habe gesagt, Corinna, mach das. Ja, also ich bin so dankbar drüber. Und da bin ich in dieses, dass wir jetzt auch ein Interview führen, hätte ich wahrscheinlich damals, wäre ich super nervös gewesen. Heute sage ich, Mama Dina, ich freue mich, dass wir uns sehen und wir haben uns gar nicht darauf vorbereitet. Also machen das hier Freestyle, aber auch nur, weil ich damals das gelernt habe. Ja. Also das ist auch für mich die schwierigste Arbeit, muss ich wirklich, für die schwierigste, das kann ich gar nicht. Ist, wenn ich mir ein Seminar vorbereite, dann bin ich mal wochenlang total fertig, weil da habe ich so ein Brett vor dem Kopf. Na Gott, dann geht es dir auch so. Und dann, das ist unmöglich. Und dann stehe ich vor den Leuten und dann bringe ich eh ganz was anderes, was aus dem Stegreif, aus dem Bauch rauskommt. Ja. Aber da kommen die Themen immer genau verkehrt. Nicht so, also es ist, wenn die Leute Frage stellen, also ich liebe diese spontanen Dinge, weil es anders gar nicht geht. Da kommt die Energie gar nicht rüber. Ja. Und ich glaube, das muss man mal erleben. Man muss halt leider muss ich fast sagen, durch diese Angst durchgehen, um da nochmal Erfahrungen zu sammeln und dieses Vertrauen zu haben. In dem Moment, wo ich da vorne stehe, werde ich irgendwas sagen können. Ja.
Genau, so ist es, so ist es. Und Und jetzt ja. haben wir eben Mut macht mutig. Genau das bedarf es, diese Ängste überwinden, es trotzdem zu tun. Ja. Also auch wenn das Umfeld sagt, ma, das ist unsicher, mach das nicht. Oder wenn du jetzt sagst, ma, ich traue mich nicht vor Leute sprechen, probier es aus und mach es trotzdem. Ja. Mut ist ja nicht, wenn man es tut, weil man sich traut, sondern Mut ist, wenn man es trotz der Angst tut. Ja, also ich Und ja, sage, ich das mache auch mal mutig. regelmäßig in die Hose. Ja. Und mein Freund sagt immer, Corinna, du kannst da eh in die Hosen machen. Wichtig ist, dass halt nur eine zweite Hose mit hast. Ein Das sehr ist so ein schlauer Freund. Leitspruch. Und mein ehemaliger Chef an dieser Stelle, der hat auch zu mir gesagt, weil wir haben Gott sei Dank offen darüber sprechen können, er hat gesagt, Corinna, wenn du nervös bist, also egal bei was, dann ist es nur ein Zeichen, dass es dir wichtig ist. Ja. Und das hat mich auch immer motiviert, dass man gesagt hat, es ist okay, Lampenfieber zu haben. Es ist mir halt wichtig. Es ist mir wichtig, weil die Leute eine Lebenszeit bei uns im Workshop zum Beispiel haben und das soll gut genutzt sein. Ja, super. Ich habe da bei meinen Verkaufsschulungen habe ich dann einen ganz tollen Trick, wenn du Angst hast, jemanden anzusprechen, wie man das wegkriegt, dass keiner merkt. Das verrate ich jetzt nicht, weil heute sind wir bei dir. Aber wir haben schon gesagt, liebe Martina, wieder hoffentlich bald zu mir in den Podcast kommen, da werden wir Sie dazu befragen. Ja, das kannst du mir dann fragen. Dann erzähle ich. Es gibt für alles Übung macht den Meister. Ja, du sagst das. Egal was, muss das üben. Und da gibt es halt immer wieder Hilfeübungen, wo man die schneller lernt oder schneller überwindet. Und dann auf einmal wird es lustig und spielerisch. Und dann. Ja, das habe ich gern. Und Ja. Martina, weil du vorher erwähnt hast, dass es oftmals nur einen Menschen braucht, es Ja. gab diesen wirklich, und das war wirklich auch wieder mal mein alter Chef, der, also er war Coach oder ist Coach und hat mit mir eine Persönlichkeitsanalyse gemacht Ja. und ein Profil erstellt und er Und sagt, Corinna, du hast das Potenzial, dass du dich selbstständig machen kannst. okay. Und ich so, was? Naja, ich weiß nicht. Also es war wirklich, das war das allererste Mal, dass, und ich glaube, das war dieses Ja. Samenkörnchen, das er in mir gesetzt hat, wo ich mir gedacht habe, ein Menschen, den ich sehr schätze, Ja. dass er mir das sagt, das war ein Game Changer für mich. Super, Wahnsinn, toll, richtig toll. Also. Und ich glaube, das war, es war, es kommt halt wahrscheinlich immer darauf an, wenn das jemand sagt, wo man sagt, naja, das tut man vielleicht ab oder so, aber Ja. weil das halt jemand war, den ich So ist es, bewundere, genau. hat das für mich so viel Gewicht gehabt und dann ist dieser Gedanke gewachsen langsam. Und wie lange hat es gedauert dann von diesem Punkt, wo er dir das gesagt hat, bis zu dem Schritt? Es war eine Kombination. Also ich glaube, dass sich wahrscheinlich Menschen verändern, wenn halt was gerade nicht passt. Ja, Muss man genau. jetzt auch dazu sagen. Ja. Es war eine Kombination, weil ich auch dann in, also ich bin sehr leistungsorientiert und war, also Burnout wäre jetzt übertrieben, aber schon sehr an der Grenze und habe Ja. mich dann überhaupt nicht mehr wohlgefühlt, weil ich Ja. immer selber in meinem Perfektionismus so drinnen bin. Und habe mich halt auch nicht mehr wohlgefühlt. Das heißt, ich wollte gehen. Es war dann wirklich, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ja. Das war dann auch das erste Mal, wo ich dann bei einem Coach war, der mir dann gemein jetzt, aber gefühlt nicht helfen konnte. Und ich habe mir gedacht, ich kann mir nur selber helfen. Es hilft nichts. Und habe dann gestartet, auch meine Karriere auf Social Media und habe mir gedacht, ich möchte wieder glücklicher in meinem Leben sein. Und habe eine 100-Tage-Happy-Challenge gestartet für mich selber und habe 100 Tage lang auf Social Media gepostet, was mich glücklich macht. Wow, ist das cool. Na, ist Kann das. man noch nachvollziehen? Boah, das muss ich mir Meinem anschauen. Das habe ja, ich es ist nicht schon ein bisschen gewusst. länger her. Ja, wow. Und ich habe dann eigentlich immer auch, und in Wahrheit war es ein offenes Tagebuch, weil ich halt immer reflektiert habe. Und mein Freund hat dann zu mir gesagt, du, das ist ja gar kein Happy Post mehr, das ist ja schon ein Lebensberatungspost. Ja. Und dann war der Wunsch da, dass ich nie, eigentlich Menschen nicht nur fachlich helfen kann, sondern auch persönlich, weil ich das in den Schulungen gemerkt habe, Ja. dass so viele Themen, kennst du wahrscheinlich aus deinen Verkaufsschulungen, da Ja, geht es nicht ja. ums Verkaufen, sondern um persönliche Sachen. Es geht immer, es geht beim ganzen Businessaufbau um Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Weil es geht ja immer um die Ängste zu überwinden, dass du vorwärts gehst. Ja. Und die sind ja deine alten Glaubenssätze. Also gerade beim Verkauf ist so. Jetzt würde ich doch ein bisschen ein Geheimnis verraten. Ja. Wir lernen von Kleinkind weg, sprich keine fremden Menschen an. Und Ja. jetzt als Erwachsener soll man fremde Menschen ansprechen, um was zu verkaufen, noch dazu.
Ja. Also da ist ja ein ganz tief vergrabener Glaubenssatz drinnen. Ja. Und den sollst du jetzt changen, auch nur, dass die Leute von dir was kaufen wollen. Ja. Es ist das ist eine Coaching-Geschichte, dass du das wegbekommst, solche Glaubenssätze. Ja, das Ja. ist, also kann ich bestätigen von all meinen lieben Kolleginnen, also verkaufen tun die meisten nicht gerne. Ja, weil sie diesen Satz, Ja. vielleicht diesen Satz oder einen anderen Satz in sich nur drin haben. Ja. Sprich keine fremden Menschen an. Also der Satz ist, glaube ich, wenn du den einmal wegbringst, dass alle Menschen, also dass Fremde nur Freunde sind, die du noch nicht kennst. Süß. Die habe ich auch noch nicht gehört. Total Hast du lieb. nie gehört? Wirklich? Nein. Ja, und ich denke mal, jeder weiß alles schon, was ich weiß, Ja, gell? das, ich denke mir auch, jetzt, wenn wir plaudern, denke ich mir wieder, ich erzähle immer das Gleiche. Nein, aber das ist überhaupt nicht so, weil das sind immer Neuigkeiten. Ja. Und das ist so, also jetzt haben wir das eh schon, also es ist eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung gewesen und du Ja. hast einen Menschen gehabt, der dich da motiviert oder sagen wir an dich geglaubt hat, so muss man sagen. Ja, Und ja. dann hast du das sofort begonnen oder auch eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung parallel? Es war eben dieser Samen wurde gesät und gleichzeitig wurde der Druck, dass ich nicht mehr kann, stärker. Deswegen musste ich handeln. Und ich Ja. glaube, das ist das Gemeine dran, wenn es eh okay ist, dann bleibt man ja wieder. Also es musste so schlimm Genau. werden, dass ich was tue. Das muss ja passieren. Und da haben die Menschen so Angst vor diesen Problemen oder Herausforderungen oder Hürden. Aber ohne die Hürden, wenn es uns gut geht, bewegen wir uns ja nicht. Da sitzen wir auf der Couch. Aber Ja, jetzt stimmt. eben Also es will ja, musste so schlimm werden. es muss. Und wenn du nicht selber den Schritt gehst, Ja. dann schmeißt dich das Schicksal dahin. Ja, voll. Und es war wirklich, also jetzt Ja. kann ich drüber lachen, aber es war wirklich keine schöne Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass jeder von uns mal schon so eine Krise erlebt hat, privat oder beruflich. Ja. Und es gab dann den Moment, ich kann mich noch so gut erinnern, es war zwischen Weihnachten und Silvester, da war nichts in der Firma los. Ich mache die Tür zum Restaurant auf und denke mal, nein, ich will hier nicht mehr sein. Ja. Das war eine Erleuchtung. Genau. Ein Klickmoment. Ja, genau, und da war klar, und das ist natürlich in Österreich ein Hit, war ich dann ein Jahr in Bildungskarenz und habe die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin gemacht. Super, ja. Und bin dann, und es war klar, ich komme nicht mehr retour, wobei Ja. ich hatte so einen tollen Arbeitgeber, ich durfte parallel dazu Ja. geringfügig angestellt bleiben. Ja. Es waren ja liebe Menschen da, die Arbeit hat mir auch Ja, Spaß wenn gemacht, aber Gefühl nicht so, mehr passt, jetzt. ja, so hatte ich, und das ist aber, finde ich, auch wichtig, gerade für Business Starter, ich hatte quasi noch die Sicherheit, doch noch ein bisschen angedockt zu sein. Und eben die 400, 500 € Geringfügigkeitsgeld Ja. war für mich wichtig. Ja. Bin dann von der Bildungskarenz ein Jahr dann direkt ins Unternehmergründerprogramm gegangen. Da wird man auch Ah. noch ein halbes Jahr gefördert. Super. Und habe dann quasi bei 01.01.2021 gegründet. Also jetzt sind so knappe 3 Jahre sind das jetzt. Wow, super. Und habe in der Zeit, und das ist vielleicht auch wichtig, weil wir im Vorfeld schon darüber geplaudert haben, jeder glaubt, man wird so schnell reich und erfolgreich, dass ich sobald ich den Schluss gefasst habe, mir war klar, ich mache mich selbstständig. Dass ich 1,5 Jahre schon in meine Community-Aufbau investiert habe, Ja. sodass ich wirklich ab 01.01. davon leben konnte. Wow, super. Aber nur, weil ich eben 1,5 Jahre vorher zum Beispiel auf Das Social Media sehr ist jetzt sichtbar war. ganz wichtig, weil ich halt das wirklich, ich habe auch so Zeit mit extrem viel Arbeit hinter mir. Und heute sehe ich dann die Jungen, wo sie, ja, 4 Stunden Woche, Tim Ferriss. Oder ich sehe dann 15 Stunden arbeiten und viel Geld verdienen wollen. Und die spielt es am Anfang nicht. Nein. Es dauert erstens Zeit, so wie du jetzt sagst, 1,5 Jahre, gib dem Ding einmal eine Zeit. Und in die 1,5 Jahren hast du auch nicht nur 4 Stunden am Tag getan, da Nein, hast du das kann. mehr getan. Das ist, Aufbau ist, das kannst du machen, wenn du Multimillionär bist. Ja, dann Ja. kannst du 4 Stunden, weil du deine Mitarbeiter hast. Aber in Ja. der Aufbauphase hat das mit Arbeit zu tun. Ja, also Martina, ich frage mich das selber und manchmal ertappe ich mich dabei. Dass ich auf Social Media schaue und denke mir, na, wie machen die das? Bin ich die einzige Doofe, die quasi Tag und Nacht da reinhackelt? Jetzt ganz plakativ gesagt. Ja. Und ich freue mich dann immer, wenn ich Menschen kennenlerne, die, so wie du, die sagen, ja,
es ist schon eine Arbeit. Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja auch positiv besetzt. Ich spüre auch, wenn ich länger auf Urlaub bin, ich will ja wieder arbeiten, weil es ja so viel Spaß macht. Also es ist ja auch positiv besetzt. Ich meine, ja. Wenn ich jetzt nur 4 Stunden arbeiten würde, was mache ich in den Rest des Tages? Na, so ist es. Ich liebe das, was ich tue, deswegen würde ich auch jetzt gar nichts anderes machen wollen. Und das ist der Vorteil, ich rate ja jeden, bitte macht euch selbstständig, weil ich komme auch aus einer Familie, wo das nicht Standard ist, also Beamte und Angestellte. Und ich verstehe dann, dass sie 40 Jahre warten, bis sie in die Rente gehen können. Ja. Weil die was machen, was ihnen keinen Spaß macht. Ja. Aber wenn, ich bin ja schon in der Rente. Aber es macht mir so Spaß, wenn ich jetzt einen Tag habe, wo ich keine Menschen sehe, wo ich zu Hause bin und vielleicht nur putzen soll oder irgend sowas. Oder vielleicht nur bügeln. Das füllt mir nicht aus. Ja. Da merke ich ja, wie meine Energie in den Keller geht. Und das, was ich mache, mache ich immer mit Spaß. Und ich mache das immer schon so. Und ich weiß, wenn ich ab und zu bei Firmen gearbeitet habe, da bin ich rein. Ich habe Buchhaltung gelernt, also war ich auch mal so bei Firmen beschäftigt. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite immer so, wenn ich 3 Tage hintereinander aufwache und ich denke, scheiß Arbeit, hocken, dann höre ich auf. Und wenn dann irgendwas war, wenn mich wer geärgert hat oder was, was passiert, ja, dann hat mich die Kollegin immer gefragt, wie bist du denn heute aufgewacht? Nee, doch ist das gut, lieb. war nichts. Belast, es darf ja mal was passieren, dass, aber dann ist es wirklich so, wenn da oft eine Kleinigkeit war, die man ganz tief reingegangen ist. So wie du auch gesagt hast, das war der eine Moment Ja. in der Kantine, da nicht mehr rein. Ja. In dem Moment habe ich immer gekündigt und war weg. Boah, so mutig war ich nie, muss ich sagen. Weil, Wahnsinn. weil es ist Arbeitszeit, ist Lebenszeit. Ja, danke sehr. Und wenn das Spaß macht, dann fühlt sich das nicht wie Ja. Liebe dann. Ja. Es ist wirklich so toll, dass du das teilst, weil ich habe wirklich, also ich kenne auch viele Freunde, Freundinnen, man zieht es so lang raus, weil man eben sicher sein möchte. Ja. Und ich weiß, wie oft bin ich am Sonntagabend, es war so ein ungutes Magengefühl, ich war Ja, schon genau. So nervös, weil wir hatten Montag immer Team-Meeting. Ja. Da, ich hatte Angst davor, schon Ja. wieder vielleicht nicht genug geleistet zu haben etc. Und ich habe das nicht mehr. Alleine das ist Grund, warum ich reinhaue bei mir. Ich will das nie wieder in meinem Leben haben. Ja, Das will ich genau. nicht mehr. Super, super. Jetzt Und freue das ich mich auf spürt man. Montag. Und das spürt man. Ja, genau. Das kann ich gar nicht vorstellen. Ich merke oft gar nicht, welcher Tag ist. Gell? Ja, stimmt. Genau. Ich muss aber in meinen Kalender schauen. Weißt du, was ich immer merke? Weil bei meinem Kalender gibt es keine Feiertage. Also ich habe einfach keinen Feiertag da drinnen. Ich weiß nicht. Die löschen mir immer die Feiertage aus meinem Kalender. Und technisch habe ich es noch nicht gecheckt, wie man die wieder hineinfügt. Keine Ahnung. Auf alle Fälle merke ich es immer, wenn ich dann keine Termine auf einen Tag zusammenbringe. Dann merke ich 2, 3 Tage vorher, dass irgendwer sagt, der ist ja Feiertag. Ehrlich. Ja, Aber wenn das. ich mal einen Tag einfach brauche, weil irgendwas ist, weil ich Wien fahre zu dir zum Unternehmerfrühstück, dann habe ich einfach die Zeit, weil das Teil, die steht dann im Kalender drin. Zwar kein Ja. Feiertag, aber das Frühstück steht drin. Ja, es ist, ich Das glaube, ist das ist auch schön. wahrscheinlich eine große Motivation für uns Selbstständige, diese Ja. Freiheit zu haben, und die ist Ja. unbezahlbar. Ja, und das So wünsche ich mir. hart es auch manchmal ist, muss man doch dazu sagen, Es gibt gerade Höhen am und Tiefen. Anfang. So ist es. Und es gibt da Momente des Zweifelns. Es gibt Ja. Momente, wo man sagt, Selbstzweifels, alles. Aber es gibt dann die Momente der Freude und das gleicht es dann aus. Ja, das gleicht es aus. Und also vielleicht auch hier dazu erwähnt, genau, jetzt schwärmen wir von der Selbstständigkeit, aber bei mir sind die Zweifel sehr laut. Ja, Nach wie vor, nach nach wie wie vor vor. bei Es mir könnte auch. noch mehr sein. Bei mir Und auch. auch dazwischen denke ich mir wieder, weil ich erlebe das auch, habe erst letztens ein Kennenlerngespräch gehabt, wo die Frage war, naja, braucht es noch einen Coach? Und ich habe mich das Gleiche gefragt. Ich meine, es gibt 100.000 Business Coaches. Jetzt sind wir zwei schon einmal Business Coach. Und Aber eins braucht sage ich es dir, es wirklich noch gibt, jemanden? ja, es braucht dich, weil so wie du bist, hast du deine Leute, die nur dich wollen. Ja, und das war auch ein Learning. Also vielleicht Ja. auch hier in die Welt gesendet, wenn sich das jemand denkt, wie du sagst, die Menschen brauchen dich und es gibt genug Kunden da draußen und es ist auch total schön. Ich glaube, das teilen wir auch, dass es irgendwie das Konkurrenzdenken darf man auch getrost wegschieben, weil du wirst andere Menschen anziehen als ich. Stell dir mal vor, wir haben 8 Millionen Österreicher, ja. Du schaffst ja nicht einmal, wenn 4 Millionen zu dir kommen. Ja, noch nicht.
Und dann haben wir Deutschland und Schweiz auch noch, die sprechen auch Ja, noch stimmt. Deutsch. Also es ist wirklich, der Kuchen ist groß genug, glaube Der ist ich. groß genug für Ja, alle. ja. Ja, und deshalb, also wirklich, ich bin so dankbar jetzt über das Gespräch mit dir. Wir haben da sicher einiges angesprochen, wo manche Leute drüber nachdenken und sagen, ma, das wäre doch ein Versuch wert. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir alles geschafft, was wir heute wollten. Auf Mut jeden macht Fall. mutig. Und Mut ist ein Muskel, der trainiert gehört. Auch schön, Er ja. ist ein Muskel, der erschlafft wie beim Sport. Wenn du deine Bauchmuskeln nicht trainierst, dann hast du halt einen Schwappelbauch. Und wenn du Mut nicht trainierst und du nicht immer in kleinen Schritten den Mut überwindest, also dann nur dadurch wirst du mutig. Das ist ein springender Punkt dabei, dass man ja dann auch weiß, ah, ich habe es ja schon mal geschafft. Also es wird immer besser, wenn auch dieses Momentum mal, wenn dieses schwere Rad mal angeschoben ist, Genau. wird man mutiger. Du hast vollkommen recht. Und aber vorher weiß man es halt oft nicht. Also da muss man oft durchgehen. Und ich finde, da hilft auch sehr, zum Beispiel so inspirierende Podcasts wie deinen zu hören, wo wirklich offen und transparent über diese Dinge gesprochen werden und, glaube ich, Menschen an seiner Seite zu haben, die Ja. sagen, du schaffst das. Ich glaube an dich. Weil selbst wenn man noch nicht an sich selber glaubt und Menschen einen da ein bisschen anfeuern, ist das am Anfang auch sehr angenehm. Ja, auf alle Fälle. Und mir haben aber so Sätze geholfen. Wir haben so Sätze durchs Leben getragen. Und ich war 1987 bei Nikolaus Enkelmann. Kennst du den noch? Nein. Der war Trainer von zum Beispiel Jürgen Höller oder so. Ja. Andere. Oder ganz große Birkenbiel und so, gell? Die haben sie alle gekannt. Und bei dem war ich schon 1987, das war meine erste Persönlichkeitsentwicklung. Den Satz habe ich lang meditieren müssen, dass ich ihn verstanden habe. Und der hat gesagt, wenn du erfolgreich werden willst, musst du dich jeden Tag einmal blamieren. Schön, ja. Du musst jeden Tag einmal über die Angst, dass du dich lächerlich machst, drüber gehen. Ja. Diese Ängste überwinden. Und den Satz habe ich auch noch im Kopf. Also einmal am Tag blamieren, da muss ich schauen, heute, ja. Das ist aber eine schöne Formel. Das ist, und passend dazu habe ich gehört, so quasi, wir lernen auf offener Bühne. Also gerade wenn es natürlich um die Selbstständigkeit geht, um Social Media Videos zu machen Ja. und den Satz, ihr müsst mir halt beim Lernen zuschauen. Das ist von Philipp Madadana. Ich kann grandios. Er sagt, ich kann noch nicht gut podcasten, ich kann noch nicht gut Videos machen, ich kann noch nicht gut Newsletter, aber bitte Leute, ich mache es trotzdem, ihr müsst mal beim Lernen zuschauen. Das nimmt so viel Druck weg und ich finde, das macht so sympathisch. Den habe ich Weil mir jetzt aufgeschrieben, keiner weil will ja Perfektion haben. den Satz habe ich dir jetzt gestohlen. Da bitte unbedingt von Philipp, also da leider nicht von mir, aber wir bringen ihn in die Welt, würde ich Wir sagen. bringen ihn in die Welt, weil der Ja. ist richtig cool. Ja, super. Ja, sehr gut. Aber liebe Corinna, da gibt es jetzt sicher Menschen, die den Podcast hören oder sehen auf YouTube und die sagen, wow, die Corinna, die hat was, die möchte kennenlernen. Wie lernen dich die Leute am besten kennen? Ja, am besten, ihr hüpft gerne rüber auch zu meinem Podcast Business mit Himbeersaft, heißt der. Jetzt habe Ja. ich vorher wirklich meinen Himbeersaft ausgetrunken, jetzt steht sich hier mein Wasser. Genau, normalerweise ist alles rosa bei dir. Genau, also Business mit Himbeersaft, wo wir über Business, Selbstmarketing sprechen und auch inspirierende Persönlichkeiten wie dich zu Gast haben, bald eben die liebe Martina Danke. auch. Danke dir. Oder ihr kommt zu einem Netzwerktreffen wie die liebe Martina. Da treffen sich bunte Selbstständige und Unternehmerinnen, auch Business-Starter. Also ich liebe es ja, Ja. jung und erfahren miteinander zusammenzubringen, weil ich glaube, Genau, da können wir super. auch von allen was lernen. Oder macht euch einfach ein Business-Check bei mir aus. Biete ich auch an, so 30 Minuten, einfach auf meiner Website corinnahindenberger.at. Also Genau. freue ich mich, wenn wir Ja. miteinander plauschen Und du können. bist natürlich auf Social Media, auf Instagram, auf Genau. Facebook, auf YouTube, überall zu Auf finden. allen Kanälen. TikTok auch, oder? TikTok auch, ja, also das ist, sagen wir so, mein Nebenkanal, aber Facebook, Instagram sind so meine Hauptkanäle Ja, genau. und aufgrund des langfristigen Formats eben auch der Podcast und der, Ja. muss ich gestehen, der macht mir halt, glaube ich, ähnlich wie dir am meisten Spaß. Ja, ich muss sagen, ich muss ja sagen, ich bin ja mehr mit Menschen, lieber mit Menschen beieinander. Ja. Das Aufnehmen und das Gespräch macht mir unglaublich viel Spaß. Die Technik dahinter, das ganze Schneiden, Mischen und hin und her, da hoffe ich, dass ich bald jemanden habe, den ich das weitergebe.
Ja, super. Oder so wie in unserem Fall, wir schneiden halt einfach nicht und es Wir geht einfach schneiden halt eins zu gar eins. nicht und dann geht es auch schnell. Aber No. die Technik macht mir nicht so Spaß, als wirklich das Gespräch jetzt mit Ja, dir, geht mir natürlich auch so, ja. weil das ist das Inspirierende und aber das ist ja das, dass man sich dann, dass man wachsen darf, dass man sich da Ja, Unterstützung holen kann. du Genau, aber sagst sonst es. macht mir der schon sehr Spaß. Vor allem, ich höre auch gern Podcasts, weil da immer so viel Weisheit drinnen steckt und das mich immer ein Stück weiterbringt. Also Geht mir auch so, ja. das Wenn man es halt ist auch nebenbei hören kann. Und da ja. ist auch, also zum Thema Mut, ich habe vor kurzem auch, weil viele gesagt haben, Corinna, ich mag auch einen Podcast starten, deswegen habe ich jetzt einen Podcast-Starterkurs am Start. Ja. Und da ging es ist die Technik, aber da spielt so viel mit. So, was sage ich da jetzt? Jetzt Ja. das erste Mal seine Stimme hören. Also da schwingt so viel mit. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass auch hier wieder in der Gruppe oder zusammen es viel leichter ist. Also Hinein. heißt jetzt nicht, dass man jetzt meinen Kurs buchen soll, aber einen Business Buddy, eine Kollegin, wem auch immer, Ja, bei der ja, ja, ja. Martina, bei mir, sich da einfach Auf alle Unterstützung Fälle. zu holen. Ja, auf alle Fälle. Holt euch das und jeder soll dort, wo er sich am wohlsten fühlt. Ja. Und ja, und das werden wir natürlich verlinken. Ich tue unter die Shownotes natürlich alle deine Kontaktdaten rein, dass die Leute dich finden. Danke, liebe Ja, Martina. und dann freue ich mich einfach. Erstens möchte ich mich jetzt bei dir bedanken. Wir könnten jetzt stundenlang plaudern. Du Genau, wir siehst, könnten da ich habe jetzt 24 gar nicht Stunden auf die reden. Zeit geschaut, aber ich glaube, dass er ziemlich lang geworden ist schon. Also wir werden es aber wiederholen. Und ich freue mich auch, wenn ich beim nächsten Business-Treffen wieder dabei sein kann. Also auf Herbst. Ich freue mich schon riesig, weil das war total nett. Da fahre ich extra nach Wien, meine Liebe, Ja, das ist bei wirklich deiner ein Hammer, Schwester. Martina. Ich Wirklich habe super. überhaupt nicht gewusst, was mich da erwartet, aber ich habe gesagt, da fahre ich hin. Ist mir kein Weg zu weit. Ja, und dann danke ich einfach dir jetzt, Corinna, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viel erzählt hast, auch von deinen Ängsten, von die, wie man Ängste überwindet, und deinen Tipps und den Menschen Mut gemacht hast, dass sie sich hoffentlich trauen, ihr eigenes Ding zu machen. Und wie gesagt, ich danke dir für die Zeit und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen. Ich freue mich auch, Martina. Vielen Dank für die liebe Einladung, für das Interview. Und ja, ich glaube, wir wünschen euch allen ganz viel Spaß dabei, mal Ja, mutig zu genau. sein. Also go for it. Go for it. Ja, und dir, liebe Zuschauerin, dir, lieben Zuschauer, wünsche ich natürlich auch viel Energie, viel Freude, viel Spaß, dein Ding wirklich jetzt in Angriff zu nehmen und deine ganzen Ängste und Zweifel und egal was du hast oder deine Einwände von rundherum, höre jetzt nicht so, genau so machen wir es so. Und geh einfach trotzdem durch, weil außerhalb deiner Komfortzone, außerhalb von dem, was du getraut hast, da drüber gehen, wenn du dich einmal blamiert hast jeden Tag, so wie wir erzählt haben, da wartet dann die große Freude, Spaß und der Erfolg. Aber einmal musst du da drüber gehen. Und das wünsche ich dir jetzt. Und viel Spaß, viel Freude und danke fürs Dabeisein beim Mut macht mutig Podcast. Und bis zum nächsten Mal. Liebe alles. So wollte ich eigentlich sagen. Alles Liebe und liebe alles. Deine Martina. Ciao, ciao. Bis zum Tschüssi. nächsten Mal.